Nee, ehrlich, ich spüre meine Beine nicht mehr. Andi, du musst ein bisschen abwarten. Das Betäubungsmittel, das wirkt sicher noch nach. Ja, ist bestimmt nicht deine große Stärke, aber jetzt bleibt dir einfach mal nichts anderes übrig. Ist doch super. Kannst du mir noch ein paar Backgammon-Tricks beibringen? Teufel werde ich tun. Ich sag euch was. Dieses Mittel wirkt nicht mehr. Denn ansonsten würde mir jetzt nicht so der Schädel platzen. Ich spüre hier nichts mehr. Da ist einfach nichts mehr drin. Nada! Alles tot! Herr Fritsche, bitte, beruhigen Sie sich. Was ist denn los? Ich habe kein Gefühl mehr in meinem Bein und ich kann sie nicht bewegen. Wie soll ich mich denn da beruhigen? Also, dass die Lähmung noch nicht sofort nachgelassen hat, kann viele Gründe haben. Das muss ich jetzt aber erstmal untersuchen. Ja? Können Sie uns bitte im Moment allein lassen? Wir warten drauf. Gut. So, jetzt werde ich erstmal ein paar Tests machen und dann kann ich eine Diagnose stellen.